Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einem weiteren OMSI 2 Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ach, wie ist es heute mal wieder mit der Straßenbahn unterwegs hier in OMSI? Ich weiß, ja, OMSI ist ein Bussimulator und das gehört sich hier alles nicht. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert halt teilweise und dementsprechend nutze ich diese Funktion auch gerne immer mal wieder aus, um einfach mal zu schauen, was alles so mal auch in der Straßenbahnwelt hier in OMSI passiert ist. Und so schauen wir uns nämlich heute eine neue Karte an, die im OMSI Webdesk erhältlich ist. Erhältlich war, weiß ich jetzt gar nicht so hundertprozentig, ob sie noch da ist. Und zwar nennt die Karte sich Winterhausen. Ist eine relativ kleine Karte. Ich habe mich für den Tatra hier heute entschieden. In der Variante, der Berlin-Variante. Dementsprechend, ja, wenn wir uns das heute mal angucken. Wir werden mal ganz kurz hier mal die Spiegel hier ausklappen. Und, achso, okay, jetzt macht das selber. Alles klar, einfach nur anklicken und dann passt das. Dann fummelt er sich das Ganze schon alleine raus. Großartig. So, ihr seht, wir sind eigentlich auch schon soweit eigentlich startklar. Ja, da seht ihr auch, ne? Der fährt schon. Das ging schwer, ne? Meine Güte. Ging jetzt gerade ein bisschen schwerfällig. So, wir wählen uns mal unsere Linie hier aus. Von Kirschplatz zum Hauptbahnhof, 14 Uhr. Das werden wir wohl leider nicht schaffen. Dementsprechend werden wir zum Kirschplatz 14.50, gibt es nicht noch, also die fährt ein bisschen oft hier, 14.25, ja, das passt doch ganz gut hier, Kirschplatz, 14.25, dann werden wir den Kollegen ablösen und dann dementsprechend, ja, werden wir das Ganze mal machen. So, sonst gibt es hier nichts zu sagen, ne, gute alte Tatra von Kartoffelphantom, wie gesagt, die ist ja auch in, Lotus gibt, ne? Ja, brauche ich aber nichts mehr zu sagen. Ihr kennt die Straßenbahn wahrscheinlich alle und uns geht es heute wirklich mal nur um die kleine Karte. Sie ist halt wirklich sehr klein. Also erwartet jetzt hier nicht, dass wir jetzt hier Kilometer an Strecken fahren werden. Ne, ich wollte mal sowieso gucken, dass ich mal mich mal ransetze und dementsprechend mal so ein paar Videos mal jetzt zurecht mache. Ja, so ein paar Straßenbahn-Maps einfach mal zu gucken, was gibt es eigentlich so für OMSI, ne? Wo, falls man auf Lotus jetzt aktuell nicht warten möchte und vielleicht sofort jetzt fahren möchte oder man sagt einfach so komplett, Lotus interessiert mich nicht, wenn du kannst auch Straßenbahn, wenn denn ja auch in OMSI fahren, ne? Dann kann man diese Videoreihe eigentlich mal ganz gut eigentlich an sich ja mal benutzen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wir sind auf der Linie 1. Dementsprechend werden wir das Ganze mal kurz mal hier einstellen. 001 Route 1 passt das Ganze nach Hauptbahnhof. So muss das Ganze sein. Schaut gut aus und ja, dementsprechend sind wir eigentlich startklar. Los geht's. So. Die kriegen auch direkt ein Fahrtsignal, super. Fahrt mal einfach. Das war nicht in Ordnung, Keule. War nicht korrekt. Normalerweise hätten wir jetzt hier noch Betriebsfahrt erstmal schildern müssen oder sowas, ne? Aber nun gut, ist es so. Wundervoll. Wie gesagt, Karte ist halt wirklich minimalistisch. Aber die Karten, die ich jetzt bis dato jetzt gefunden habe, sind alle ein bisschen sehr kurz. Wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich jetzt so in der nächsten Zeit jetzt mal OMSI mal so ein paar Straßenbahn-Maps jetzt hier raushole und wir mit den paar Straßenbahnen jetzt hier immer so fahren. Aber ich werde jetzt halt nicht diese ganz alten Straßenbahn fahren, ja Leute, also das wird sich bei mir jetzt halt wirklich auf Tatra jetzt beschränken und den NF6D halt von Paul Gladbeck, ja, also die werden wir jetzt wohl fahren. So, wollen natürlich jetzt hier auch kein Umkacheln, ja, lauft einfach alle rüber. Ich glaube, ein paar hatten wir schon gezeigt gehabt an Straßenbahn-Maps, die es ja so gibt.
gesagt, die Karte Schönau, eine der beliebtesten Karten in Omsi für Straßenbahn-Maps, also Altstraßenbahn-Maps. Was ich persönlich da immer ein bisschen schade finde, ist das Spawn, das ist mega anstrengend. Was auch mit der Karte Gotha passiert, keine, oder Rota, Rota war es, glaube ich, ne? Keine Ahnung, da ist ja nun auch schon ja, längere Zeit mal nichts passiert und dann wird zwar mal wieder ein Bild gepostet. Die Karte sieht eigentlich auch schon recht weit fortgeschritten aus, aber Informationen dazu bekommst du so gut wie gar nicht. Persönlich nicht nachvollziehen kann, aber gut, das müssen die Entwickler halt immer selbst natürlich wissen, wann sie mehr von ihrem Produkt halt veröffentlichen wollen und alles sowas. Da können wir natürlich nichts groß jetzt sagen halt, ne? Und naja. Es gibt aber, wie gesagt, noch so vereinzelte, die Karte Übersee, glaube ich, heißt oder Üdersee, Übersee. Die hatten wir auch schon gehabt. Die ist ein bisschen, die ist auch relativ schick anzuschauen. Da müssen wir gucken. Es hat sich auf der Karte an sich nichts viel verändert. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung mal mit rein. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal die Karten vornehmen von Projekt Gladbeck halt, ja. Da werden wir uns die beiden Straßenbahnlinien mal nochmal angucken, die ja da vorhanden sind. Ne? Einfach mal, vielleicht jetzt einfach mal so eine kleine Special jetzt mal zu machen, so in Omsi. Einfach mal jetzt die nächsten Straßenbahnkarten, um vielleicht auch die Zeit so ein bisschen zu tramsen, zu verkürzen. Ne? Gibt es eigentlich ja schon genug Alternativen dafür. So, und damit sind wir jetzt am Kirschplatz angekommen. Da können wir jetzt uns den einsetzen lassen. So, Blinker aus bitte. Der Blinker will nicht ausgehen. Wieso gehst du nicht aus? Tja, das weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Achso, das war ja... Genau, das war ja ein bisschen kompliziert gewesen. So, okay, wir sind am Kirschplatz. Jetzt können wir schildern. Nach Hauptbahnhof. Sodale. Sollen wir mal kurz gucken. Hauptbahnhof, das passt, das passt, das passt. Dann werden wir mal das Ganze jetzt zurückstellen. Route 1. Genau, werden jetzt mal die Uhrzeit ein bisschen vorstellen. Und zwar auf 20. Machen wir jetzt auf 4 Minuten. Perfekt. So. Dann alles rein mit euch. So, einsteigen. Guten Tag. Guten Tag. Ich musste mal ganz kurz was machen. Und zwar, wenn die Straßenbahn fahrt, natürlich immer Ticketverkauf ausmachen, weil in der Straßenbahn gibt es natürlich keinen Ticketverkauf. Vergesse ich jedes Mal. So, dann können wir jetzt die Uhrzeit jetzt hier nochmal vorspulen. Kommt eine Straßenbahn. So, haben wir noch Zeit. Ein Minütchen. Das ist zum Beispiel auch schade, ja, dass das zum Beispiel halt so über Leitstellenfahrten auch nicht funktioniert hat, ne? Dass wir zum Beispiel so Leitstellenfahrten machen können mit Straßenbahnen. Hier zu uns. Ja, die gehören zu uns. Wundervoll. Hallo. Hallo. Hier war keine Haltestelle? Nee. So. Natürlich immer aufpassen, dass wir jetzt hier nicht über rotes Signal schießen. Das wäre mega ärgerlich.
Ja. Installation war tatsächlich auch echt einfach gewesen. Klar, ihr müsst euch natürlich eine Straßenbahn besorgen. Ob ihr jetzt nun die Payware-Straßenbahn NF6D nehmt von Projekt Gladbeck oder wenn ihr euch jetzt hier einfach für eine die kostenlose Variante von der Tatra jetzt entscheidet, ne, dann müsst ihr mal gucken. Gibt natürlich ein paar kostenlose Straßenbahnen. Wie gesagt, die werden halt tatsächlich aber jetzt immer nur noch älter. Man schafft es wohl auch irgendwie, dass man mit der Wiener Bahn fahren kann. Ich habe das bis jetzt leider noch nicht hinbekommen und wenn, dann war es halt sehr texturarm gewesen. Das war natürlich ein bisschen, naja, nicht so schön. Aber die besten beiden Straßenbahntypen sind halt wirklich hier Tatra und NF6D. So, oh, hier ist eigentlich jetzt Stadtpark. So, alles einsteigen. Hallo. 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 Haltewunsch gedrückt. So. Ach ja, es ist alles schon echt toll, ja. Also kannst du mir sagen, was du willst, aber OMSI ist einfach die beste Nahverkehrssimulation, die es echt gibt, ja. So. Ja, Ansagen gibt es leider auch keine, das ist natürlich auch ein bisschen schade. So, da sind wir auch schon an der Endhaltestelle. Deswegen ist es leider eine sehr, sehr kurze Linie. Ich weiß auch leider nicht, wie anstrengend das zum Beispiel ist, eine Straßenbahnstrecke zu bauen. Wie gesagt, weil es ja eigentlich ja in OMSI ja nicht vorgesehen ist, dass man das Ganze halt machen kann. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, weil die Strecken allgemein doch relativ kurz sind. Die einzige halt wirklich lange Strecke ist halt Ebelinsee-Schönau. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist bei mir wahrscheinlich so ein Phänomen, wie viele andere Alheim-Laurenzbach toll finden. Bin ich so einer, der sagt so, ja, ist okay, ja, so, weißt du, so. Und genau das Gleiche ist bei mir dann halt auch bei der Eberlinsee-Schönau-Karte. Ja, sie ist okay, ja, macht schon Spaß, da mal so eine Runde Straßenbahn zu fahren. Aber so im Großen und Ganzen ist das jetzt auch kein Highlight für mich jetzt. Ja. Das sieht schon wieder anders aus bei der Karte Rota. Ja, wenn man sich mal da so die ganzen Bilder so anschaut, die man da mal so veröffentlicht hat. Das sieht schon extremst gut aus. Da freue ich mich mega drauf, wenn diese Karte mal irgendwann released wird. Aber es ist halt, wie es halt ist. Ne? Also das dauert schon so seine Zeit, bis sowas entwickelt ist. Und deswegen würde mich persönlich mal interessieren, wie anstrengend tatsächlich sowas ist, sowas zu bauen halt, ne? Tatsächlich. So. Und damit können wir alle Fahrgäste rauslassen. Hallo. Und guten Tag. Er schildert automatisch halt um, dass wir jetzt praktisch Hallo.
die nächste Fahrt hier abschließen. Ja, aber das soll für uns in der heutigen Folge, sollte das reichen. Ne? Da, also das ist halt wirklich eine kleine, feine Karte. Wie gesagt, wenn ihr mal einfach mal so ein bisschen Straßenbahn fahren wollt, dann ist die Karte mehr als in Ordnung. Wie gesagt, bietet zwar leider nur eine kleine Anzahl an Haltestellen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber ja, gut, da muss dann wahrscheinlich jeder selbst sehen, ne, wie er das Ganze dann halt handhaben möchte. Wie gesagt, sobald ich mehr dazu finde, dann packe ich euch das unten rein und ich werde mal gucken, dass ich jetzt vielleicht auch mal schaue, was ich hier, wie gesagt, jetzt mal versuche, in den nächsten Folgen jetzt mal noch ein paar Straßenbahnkarten rauszukramen, damit wir mal auch in Ormsi, wie gesagt, die Zeit uns jetzt zu Trams ein bisschen verkürzen können und ein bisschen Straßenbahn fahren können. Von daher bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns zum nächsten Part wieder. Ich bedanke mich, sage tschüss, Leute. Bis denn.